cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Herzlich willkommen bei der Vortreckerei, Ihrer Literaturbühne in der Dr. Oetker-Welt Bielefeld. Unsere Autorenbackmischung ist fertig angerührt und jetzt geht es los. Hier ist für Sie Ihr Gastgeber, Frank Kaczmarek. Hey, hallo! Hallo! Hallo, herzlich willkommen in Bielefeld! Herzlich willkommen in der Dr. Oetker-Welt bei unserer Wortbäckerei. Und ich kann Ihnen versprechen, wir haben heute eine riesig große Backmischung für Sie vorbereitet, literarisch und unterhalten. Wir haben ein tolles Musikprogramm und natürlich, und deswegen sind Sie dabei, hier bei uns in der Dr. Oetker-Welt und zu Hause an den Bildschirmen, auch natürlich tolle Literaten. Aber wir fangen diesmal an mit etwas Speziellem. Sie kennen ja unsere Spontangeschichte. Die ist heute auch spontan, aber sie wird auf einer Schreibmaschine geschrieben. Und deswegen haben Sie sich die Mühe gemacht, unsere Gäste hier auch im Hause, und haben schon mal ein paar Begriffe sortiert. Und ich bitte jetzt erstmal unseren Künstler auf die Bühne, der diese Spontangeschichte nachher für Sie schreiben wird. Hier ist Andi Substanz. Andi, grüß dich. Andi, dein Applaus, guck mal, so eine Stimmung haben wir hier in Ostwestfalen in der Dr. Oetker-Welt. Das haben wir jedes Mal hier. Es ist großartig und es liegt natürlich auch an dir. Du bist das erste Mal dabei. Und wir schreiben diesmal die Spontangeschichte, ich habe es gesagt, mit der Schreibmaschine. Das heißt, ich ziehe jetzt hier 6 Begriffe raus, aus denen wird dann eine Spontangeschichte gemacht, die in ungefähr 20, 25 Minuten dann vorgelesen wird. Es ist trotzdem spontan, auch wenn wir es mit der Schreibmaschine schreiben. So, ich gucke mal einfach mal gar nicht hin und ziehe mal zum Beispiel, der erste Begriff ist dann Brillenschlange. Den gebe ich dir. Zweiter Begriff, ich gucke auch wieder nicht hin, wäre dann, guck mal, Findelkind. Wir kommen schon der Sache näher. So, mitten aus der Ecke hier raus. Der nächste Begriff ist dann Führerscheinentzug. Ich weiß, du bist mit dem Zug hier. Hast du das geschrieben? Nein, auf keinen Fall. Okay, so, 3 Begriffe haben wir. Wir machen weiter gleich von hier vorne. Dann haben wir zum Beispiel hier Unterwasserkamera. Einer unserer nächsten Begriffe. Wie man das nachher zusammenkriegt. Gut, dass wir dich haben. So, weiter geht es mit dem nächsten Begriff Froschquaken.
Warum nicht? So, wir haben jetzt 5 Begriffe, der letzte noch. Komm, wir nehmen mal hier so eine helle Farbe raus. Das ist dann der letzte Begriff für diese Geschichte. Und das ist dann der Gartenstuhl. Andi, du hast jetzt 20, 25 Minuten Zeit. Sie können das die ganze Zeit beobachten, denn genau dort hinten steht die Schreibmaschine. Da wird jetzt immer getickert und geklickert. Und dann sind wir mal ganz gespannt, was das für eine Spontangeschichte gibt. Andi Substanz mit unserer Spontangeschichte. Dankeschön. Ja, liebe Gäste, Sie sind hier in der Dr. Oetker-Welt, um tolle Literaten, um tolle Geschichten zu hören. Und Sie sind zu Hause an dem Bildschirm da, um das auch zu hören. Und wir fangen gleich mit einem absoluten Highlight an. Er hat jahrelang in Bremen eine Mordkommission geleitet und ist einer der führenden Profiler und Fallanalytiker, europaweit bekannt, deutschlandweit gefragt. Und wenn Sie mal einen Tatort aus Bremen oder Frankfurt gesehen haben und gesagt haben, Mensch, der Tatort, der kommt ja mal richtig gut an, kein Problem. Dann war er dort Berater und hat auch einen Teil der Story mitgeschrieben. Das ist für ihn Grund genug zu sagen, irgendwann schreibe ich auch mal Krimis, ich komme von Mord und Totschlag nicht los. Und deswegen hat er sich auf dem weiten Weg von Bremen nach Bielefeld gemacht, um aus seinem neuen Buch zu lesen. Ich freue mich riesengroß darauf, dass er unsere Bühne heute hier adelt. Hier ist aus Bremen Axel Petermann. Hallo. Herr Petermann, herzlich willkommen in Bielefeld. Ja, vielen Ihr Dank. Publikum, es ist angerichtet, es kann losgehen. Wir warten auf eine heiße Story. Unser literarischer Backofen ist für Sie geöffnet. Axel vielen, Petermann. Vielen Dank. Ja, und danke schön, dass Sie so zahlreich hier heute vielleicht auch wegen mir erschienen sind. Es ist ja eben schon gesagt worden, dass ich aus meinen Büchern lesen wollte. Besser gesagt, es ist gesagt worden aus einem. Und damit es nicht zu lange wird, habe ich mir extra den Wecker hier hergestellt, denn ich darf nur 8 Minuten zweimal sprechen und normalerweise sind meine Lesungen immer so 2, 2,5 Stunden. Und da werden Sie verstehen, dass ich dann irgendwann mal gegen das Schienbein getreten worden wäre. Deshalb der Wecker. Es ist eben schon gesagt worden, ich bin irgendwann angefangen, vor 9 Jahren Bücher zu schreiben über meine Fälle, die ich in der Mordkommission erlebt habe, beziehungsweise das, was ich als Fallanalytiker so auf die Beine gestellt habe, wie die Methodik der Fallanalyse geht. Und ich habe jetzt so das Programm ein klein bisschen umgestellt, weil ich gerade jetzt hier vorher gefragt worden bin, was macht eigentlich ein Profiler, was macht ein Fallanalytiker? Und da habe ich mir gedacht, vielleicht interessiert Sie das auch. Und ich lese mal einfach aus meinem vorletzten Buch, der Profiler, mal so den Prolog vor, dass Sie so einen gewissen Überblick von dem haben, wie so meine Arbeitswelt ausgesehen hat. Und jetzt noch ein Blick auf die Uhr, damit ich auch ja die 8 Minuten dann habe. Ich bin Profiler, ein Spezialist für ungeklärte Morde, ein Grübler und Querdenker unter den Ermittlern. Bei meinen Kollegen der Mordkommission bin ich in den letzten Jahren vielleicht nicht immer sehr beliebt gewesen, obwohl ich selbst viele Jahre in der Mordkommission gearbeitet habe, lange Zeit als deren Leiter. Aber meine Ansätze sind oft ungewöhnlich, nahezu verrückt. Ich stelle nach, wie Mörder töten. Ich begebe mich in die Rolle des Opfers. Ich stehe stundenlang an einem Tatort und warte darauf, dass er zu mir spricht. Nicht jeder versteht immer genau, was ich gerade tue. Mit unseren besonderen Methoden und außergewöhnlichen Sichtweisen hilft die sogenannte operative Fallanalyse, Verbrechen aufzuklären, die andere für unlösbar betrachten. Manchmal bewahren wir Profiler sogar Verdächtige vor falschen Verurteilungen und geben den Ermittlungen oft den entscheidenden Impuls. Die Mordserie des nationalsozialistischen Untergrunds in den Jahren 2000 bis 2007 mit 10 unschuldigen Opfern ist dafür ein mahnendes Beispiel. Da hatte es nach den ersten Taten bereits konkrete Hinweise von Fallanalytikern auf eine rechtsradikale Tätergruppe gegeben, aber die Ermittler verfolgten andere Spuren. Sie suchten die Täter im Bereich der organisierten Kriminalität oder im ethnischen Umfeld der Opfer. Eine tragische Fehlentscheidung, wie wir heute wissen. In meiner Arbeit als Profiler habe ich oft erlebt, wie schnell Ermittlungen
in eine falsche Richtung einschlagen. Wie hoher Zeitdruck, fehlende Mittel und zu wenig Personal zu vorschnellen Ergebnissen führen, an deren Ende die Falschen der Tat bezichtigt werden. Im Umkehrschluss stellt sich auch die Frage, wie viele Mörder leben unerkannt in unserem Land, nur weil wir nicht alles Menschenmögliche getan haben, um sie zu finden. Und wie viele Menschen sitzen unschuldig im Gefängnis, weil die Ermittlungen nicht zum wahren Täter führten. Die operative Fallanalyse kann helfen, die Fehlerquote bei der Aufklärung zu senken. Ein anderer Fall, den habe ich selbst bearbeitet, aber das verrate ich Ihnen nicht. Vor 25 Jahren wurde die fast 80 Jahre alte Wilhelmine Heuer in ihrem Kleintante-Emma-Laden in Bremen vergewaltigt, erschlagen und erdrosselt. Der Täter raubte mehrere hundert Mark und flüchtete. Die Polizei ermittelte und schien schnell fündig geworden zu sein. Ein arbeitsloser Trinker aus der Nachbarschaft wurde als Verdächtiger identifiziert. Er kaufte häufig in dem kleinen Laden ein, hatte aber nur selten eigenes Geld. Seine Blutgruppe stimmte mit den Spuren am Opfer überein. Auch Fasern seiner Kleidung wollte man am Tatort identifiziert haben. Sie merken, das ist die Zeit, als wir noch gar nicht so DNA-affin gewesen sind. Das ist eine Methode, die sich so ab 1985 so langsam durchsetzte. Und ich war dann der Erste, der in Deutschland dieses Verfahren dann angewendet hat. Eigentlich sollte es nur das i-Tüpfelchen der Beweiskette werden, weil ich hatte ja eine Aussage, ein Gutachten, dass die Blutgruppe des Mannes übereinstimmte, das war nach der AB0-Methode, und dass Fasern an den Bandagen, an der Opferkleidung also identisch waren mit einer Hose, die wir bei einer Wohnungsdurchsuchung sichergestellt hatten. Aber der Mann, der sagte, er habe mit dem Verbrechen nichts zu tun, und das habe ich ihm nicht geglaubt, weil, naja, ich denke mal, wer glaubt bei diesen Beweisen eigentlich schon, dass jemand dann tatsächlich unschuldig sein könnte. Lange Rede, kurzer Sinn. Im Spiegel las ich dann, dass in England ein Serienmörder hatte überführt werden können mit einer DNA-Probe. Und das sollte für mich das i-Tüpfelchen des Beweises werden. Also schickte ich dann Speichelprobe von meinem Verdächtigen nach England. Und nach einem halben Jahr des Wartens kam dann das Ergebnis zurück mit der Aussage, der Mann kann nicht ein Täter sein, sogar sein Sohn auch nicht. Und das war natürlich ein ziemlicher Reinfall, weil, Sie müssen sich das mal vorstellen, einmal hat man zwei Gutachten, die sagen, das muss der Täter sein, und dann gibt es eine neue Methode, die widerspricht diesen Aussagen. Nun gab es methodische Fehler bei dem Verfahren, also der Mann kam trotzdem in U-Haft, zum Glück nur 3-4 Wochen, und wurde dann entlassen. Und ich habe all die Jahre immer an seine Schuld geglaubt und habe ihm wirklich das Leben richtig schwer gemacht und bin zu ihm hingefahren und habe dann ihn doch veranlassen wollen, dass er ein Geständnis ablegt, was er aber nicht getan hat. Und wir hatten auch keine Spuren, die noch nachträglich hätten untersucht werden können. Und so dauerte es nahezu 20 Jahre, bis dann in Münster, also unweit von hier, dann in einem Labor noch eine Stoffprobe mit einem winzigen Spermafleck ruhte. Und der wurde dann untersucht und tatsächlich, der Mann war unschuldig gewesen. Der wahre Täter war der Enkel der besten Freundin des Opfers gewesen. Und er wurde dann nach gut 20 Jahren wegen Mordes verurteilt. Das ist so eine Episode in meinem Berufsleben, die mich doch dann sehr, sehr geprägt hat, weil ich mitbekommen habe, welche Verantwortung ich doch als Polizist oder als Kriminalist, als Fallanalytiker doch auch durchaus habe. Mit meiner Vehemenz und Ausdauer bei den Recherchen habe ich nur eines im Blick: die restlose Aufklärung eines Verbrechens. Die Ergebnisse einer Fallanalyse oder des Profilings sollen den Ermittlern der Mordkommission helfen, eine Tat nachzufühlen, das Motiv des Täters zu erkennen und seine Persönlichkeit zu verstehen, sodass er aus einer Vielzahl von möglichen Verdächtigen herausragt und identifizierbar wird. Deshalb ist es auch mein Anliegen, der Methode der operativen Fallanalyse mehr Raum zu geben. Und ich möchte wirklich jedem Ermittler sagen, habt mehr Mut bei den Ermittlungen und geht ganz andere Wege.
Denkt an die Kriminalistik, die ist wirklich das Wesentliche, was wir bei unserer Arbeit beherzigen müssen. Nicht die Spur allein, die man an einem Tatort findet, beweist, dass jemand der Täter ist, sondern man muss ganz genau sagen können, Spuren, die wir am Ort eines Verbrechens gefunden haben, müssen auch zur tatrelevanten Zeit entstanden sein, bei dem Verbrechen selbst. Und nicht vom ersten Eindruck täuschen lassen, ganz neue Wege gehen. Und nur so gelingt es uns, die Wahrheit hinter dem Verbrechen zu erkennen und nur so verringern wir die Zahl der unentdeckten Taten. Und das Profiling ist auch keine Konkurrenz zur klassischen Ermittlung. Das war leider in den ersten Jahren so, dass viele sich damit kontrolliert fühlten in ihrer Arbeit in der Mordkommission, die ja hervorragende Arbeit macht. 90% oder gut 90% aller dieser Taten werden aufgeklärt und Täter identifiziert und überführt. Also es ist eine Ergänzung. Jetzt kommt ein Werbeblock. In meinem dritten Buch werde ich über einige spektakuläre Fälle berichten, die größtenteils nur durch die unkonventionellen Methoden des Profilings geklärt werden konnten. Es ist nicht nur eine Abhandlung über die kriminalistische Arbeit bei Tötungsdelikten und das Erstellen von Täterprofilen, sondern detailliert zeige ich auf, wie im Zusammenspiel von Fakten und Beweisen, von Theorien und Studien, von Aussagen und Expertenmeinungen eine Ermittlungsstrategie entsteht. Und ich erkläre, was man alles aus den Spuren eines Tatortes lesen kann und was dann am Ende, wenn man das Verbrechen verstanden hat, unter einem Profil des Täters, unter der Einschätzung seiner Persönlichkeit zu verstehen ist. Und dabei schlüpfe ich in die Rolle des Mörders, um das Verbrechen mit seinen Augen sehen zu können. Und der Weg dieser Erkenntnis führt auch durch Leichenhallen, Sektionshäuser und Schlachthäuser. Das ist der Preis, den man zahlen muss, wenn man einen ganz anderen Blick für das Verbrechen haben möchte. Sie werden sich jetzt sicherlich fragen, was hat er in Schlachthäusern zu suchen? Und das ist so meine Herangehensweise, wenn ich Taten habe, wo ich nicht alles verstanden habe, wo ich etwas nachempfinden muss, wo ich etwas nachstellen, nachahmen muss. Das kann ich natürlich nicht an Verstorbenen machen in der Rechtsmedizin. Also hatte ich dann mit dem Schlachthof bei uns in Bremen so ein Agreement, immer dann, wenn der Veterinärarzt gesagt hatte, dieses Schwein ist nicht mehr für den menschlichen Verzehr geeignet, dass ich dann dorthin gehen konnte, um dann den einen oder anderen Versuch durchzuführen. So, jetzt sind meine 8 Minuten, glaube ich, herum oder 9, ich weiß es gar nicht so genau, trotz der Uhr. Und sicherlich kommen jetzt ganz viele Fragen, die dann das weiter erläutern oder erklären lassen, was ich denn so tue. Dankeschön erstmal. Axel Petermann. Danke. Herr Petermann, kommen Sie ein Stück näher. Also ich habe noch keine Angst vor Ihnen, ich habe auch noch nichts getan, ich kann mit dem ruhigen Gewissen neben Ihnen stehen. Herr Petermann, so als Profiler, wie viel Prozent ist da Gefühl, wie viel Prozent lassen Sie sich von Ihrer Intuition leiten oder Erfahrung? Also ich denke, die Erfahrung spielt eine ganz, ganz große Rolle, weil Intuition alleine würde ja auch fälschliche Wege gehen können. Also ich hatte sehr, sehr gute Lehrer, sage ich mal. Ich bin ja 1975 zur Kripo gekommen, also ist ja schon ein Zacken her. Und als ich dann ab 1980 in der Mordkommission arbeitete, hat man mir das sehr genau, sehr detailliert gezeigt, wie ich denn nun zu arbeiten habe an Tatorten. Und wir haben nicht nur das klassische Tötungsdelikt bearbeitet, sondern immer dann, wenn ein Mensch gestorben war und die Ursache nicht schnell feststand. Ja. Und deswegen wurde jeder dieser Orte als Tatort gesehen und demzufolge dann eben halt auch sehr eingehend untersucht. Also man geht dann schon nach einem entsprechend fachlichen Raster vor, wo man das dann erarbeitet. Und Sie wissen eben ganz genau, wie es geht, weil Sie haben mir das Profiling quasi nach Deutschland gebracht und das verfeinert, wenn ich das so sagen darf. Ja, vielleicht ein wenig verfeinert. Aber nach Deutschland hat es Thomas Müller gebracht, ein späterer Freund von mir, ein Wiener Kriminalbeamter. Und der war beim FBI und hat dort die Methoden erlernt und hat sich gedacht, Mensch, das ist doch etwas, was wir hier auch gebrauchen können. Und von ihm habe ich dann gelernt und das BKA hat dann sehr, sehr aufwendige Ausbildungsabschnitte dann geschaffen und ich habe dann auch selbst dann in dem Bereich dann versucht, mich weiterzubilden.
Okay, und jetzt sind Sie nicht mehr aktiv im Polizeidienst, aber trotzdem, jetzt fangen Sie an und bringen selber Leute um, literarisch gesehen. Damit ich ja was zum Schreiben habe, genau, sonst gehen die Fälle ja irgendwann aus. Es ist so. Ist das so eine Aufarbeitung Ihrer beruflichen Laufbahn oder einfach sagen Sie, es ist mein Leben, ich habe da Lust drauf. Das ist so Krimi-Action, das ist so mein Ding. Also ich glaube, das ist auch eine Aufarbeitung meines Lebens und auch mit den Dingen, die ich gesehen habe, mit denen ich ja in gewisser Weise groß und alt geworden bin, nachträglich zu verarbeiten und das, was man eben halt ausspricht, das erlebt man anders. Und bei mir ist es eben halt das Schreiben oder wenn wir jetzt beide darüber klönen, dann spreche ich natürlich ja auch über meine Fälle in gewisser Weise. Ja. Jetzt hatten Sie eben auch schon den Tatort angesprochen. Ich hatte es ja auch am Anfang schon gesagt, preisgekrönte Tatorte aus Bremen und aus Frankfurt. Da kommt vieles aus Ihrer Feder. Wie schwierig ist das? Ich stelle mir vor, ein Regisseur, der will Unterhaltung verkaufen. Jetzt kommen Sie als Fachmann. Da muss er immer irgendwie ein Kind mitmachen, irgendwie ein Tier, eine ältere Dame, die über die Straße läuft. Die haben ja so ihre Unterhaltungsschemata. Und jetzt kommen Sie als Fachmann und sagen, nee, ist Blödsinn. Also lass das Kind nicht über die Straße laufen, hat mit der Handlung nichts zu tun. Ja. Müssen Sie da gegen große Wellen ankämpfen? Als ich meine erste Beratung machte, das war so Anfang 2000, da habe ich mich hingesetzt und ich hatte so das Exposé und dann die ersten Fassungen so nach und nach bekommen und habe mich hingesetzt und habe dem Autor und der Redaktion dann so quasi so ein Brevier geschrieben über das, was ich so als Kriminalist sehe. Und dann kam die Fassung darauf und ich war fassungslos, weil ganz wenig von dem eigentlich letztendlich nur da drin stand. Und dann habe ich da angerufen und habe gefragt, sag mal, habt ihr eigentlich meine Anmerkungen gelesen? Und dann bekam ich irgendwann von der Radio Bremen Redakteurin die Antwort, pass mal auf, das ist hier nicht der Kriminalistikunterricht für deine Studenten, sondern das ist Sonntagabend Unterhaltung und und musste ich nach und nach dann abstrichen. Also wären Sie selber mal zum Mörder geworden, dem Regisseur gegenüber? Genau. Um Gottes Willen. Nein, zum Gottes Willen, nee, zum Glück bin ich das nicht geworden. Nein, aber es war für mich so ein Lernprozess, dass ich dachte, was kommt dann drin? Schön war es natürlich dann, als ich mit den Frankfurtern dann zusammenarbeiten konnte, dass die doch mehrere meiner Fälle dann aus den Büchern genommen haben. Und da war schon eine sehr, sehr große Authentizität. Sitzt denn Axel Petermann auch sonntags vorm Fernseher, guckt den Tatort zum Beispiel den aus Münster, der ja doch so ein bisschen humoristisch aufgebaut ist? Okay. Ich weiß, wo Axel Petermann jetzt ist. Danke, dass wir ein paar Fragen beantwortet haben. Das ist auch schön, dass Sie hier sind. Es geht noch weiter mit Ihrem Buch. Die Elemente des Todes sehe ich hier gerade. Ich freue mich drauf und höre gerne zu. Axel Petermann, danke, dass Sie da sind. Ja, danke nochmal für die Einladung. Danke, dass Sie da sind. Gut. Nachdem ich 3 Sachbücher geschrieben hatte, fragte der Verlag bei mir an, ob ich mir nicht auch mal vorstellen könnte, so einen True-Crime-Thriller zu schreiben. Das konnte ich mir vorstellen, aber ich habe mich das ehrlich gesagt nicht getraut, das alleine zu tun, weil es ist eine andere Herangehensweise. Wer meine Bücher kennt oder wer sie vielleicht lesen noch wird, der hat mitbekommen, dass es mir immer so ganz lieb ist, wenn sie mir quasi über die Schulter bei meiner Arbeit zuschauen und sich direkt am Tatort fühlen, dass sie das, was ich dort beschreibe, so ganz real dann auch aufnehmen oder dass sie sich so als Mitglied in der MK oder also der Mordkommission dann eben halt finden. Und bei der Fiktion, naja gut, das sagt der Name ja schon, kommen eben halt Elemente auch hinein, die nicht so ganz real sich zugetragen haben. Also ich habe gesagt, kann ich mir vorstellen, aber ich brauche einen Co-Autor oder einen Mitautor, der war dann auch schnell gefunden, in Klaus Cornelius Fischer. Wir haben uns auf der Frankfurter Messe dann kennengelernt und angefreundet und daraus ist dann hier das Buch Die Elemente des Todes geworden, unser Erstlingswerk. Das zweite wird im Oktober dann erscheinen. Und das ist nach einer wahren Begebenheit. Und für mich war das ein Fall, den ich mir immer aufgehoben habe, weil ich dachte, irgendwie was Besonderes kannst du damit machen. Und ich hoffe, dass das hier mit diesem Thriller dann auch gelungen ist. Eine wahre Geschichte. Es geht um 2 Männer, die befreundet sind, die einen Fehler haben, dass sie doch sehr egoistisch, egozentrisch sind, dass die niemand anderes außer ihnen gilt und dass sie eben halt, um schnell an Geld zu kommen oder wenn sie sich zurückgesetzt fühlen, doch dann auch zu Mördern werden. Und es geht jetzt um
den Auszug einer Selbstbeschreibung von Daniel Becker. Das ist natürlich ein veränderter Name im Gespräch mit Professor Dr. Uwe Hellberg. Ich bin kein Mörder. Ich kann Menschen verschwinden lassen, das ist alles. Ich kann dafür sorgen, dass sie in Rauch aufgehen oder im Wasser versinken. Ich betrete ihre Köpfe und sie wollen nicht mehr leben. Aber ein Mörder bin ich nicht. Ich spüre es nur, wenn jemand sterben will. So wie Chrom aus Pakistan oder Nickel in seiner Werkstatt. Und natürlich Kobalt. Sie konnten mit ihrem Leben nichts anfangen, sonst wären sie mir nie begegnet. Aber bei niemandem habe ich mir so viel Mühe gegeben wie bei Kobalt. Sie hieß eigentlich Nicole. Das Krematorium habe ich allein für sie bauen lassen. Chroms richtiger Name war Radschiff. In dem Moment, in dem er starb, muss er ungefähr 24 gewesen sein. Und Motorhead hatte kurz vor seinem Tod Geburtstag gehabt. Deswegen verwandelte er sich in Nickel. Eine Woche vorher wäre er ebenfalls Kobalt gewesen. Interessanterweise war der Porsche, unter dem er lag, aus Eisen, Nummer 26. Chemische Elemente haben mich schon immer interessiert. Argon, Beryl, Kalifornien, Mangan. Genau wie Zahlen. Noch vor der zweiten Klasse der Grundschule konnte ich mit negativen Zahlen rechnen. Negative Zahlen sind genauso weit vom Punkt Null entfernt wie ihr positives Gegenstück. Nur mit dem umgekehrten Vorzeichen. Bei Menschen ist es genauso. Es gibt positive und es gibt negative Menschen. Negative Menschen, das sind die Toten. Ihr Vorzeichen hat sich geändert. In dem Moment, in dem sie mir begegnet sind, wurden sie zu einem chemischen Baustein. Ich versuche dann, ihre Namen zu vergessen. Vielleicht überlegen gerade Sie, welches Element Sie wären, falls Sie mir jemals begegnen sollten. Cadmium? Silber? Titan? Es zählt das Alter, in dem ich Ihren Wunsch erkenne, in dem ich ihn erfüllen will. Schlägt Ihr Herz schneller bei der Vorstellung? Was ist das für ein Gefühl? Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Ich weiß, dass ich ein Herz besitze. Ich habe es auf dem Röntgenschirm gesehen, doch es schlägt immer gleichmäßig, nie schneller, nie langsamer. Nicht einmal, wenn jemand danach verlangt, mir sein Leben anzuvertrauen, wenn er zulässt, dass ich es bin, der entscheide, ob es den Nullpunkt erreicht. Ich bin sicher, ich würde Ihnen nicht auffallen, wenn Sie mir auf der Straße zufällig begegnen. Vielleicht würden Sie sich fragen, woher Sie mich kennen. Nicht jetzt natürlich. In ein paar Jahren, wenn ich wieder draußen bin. Sie würden vielleicht denken, ich wäre Filialleiter beim Edeka um die Ecke oder Kundenberater bei der Sparkasse. Vielleicht der Zahnarzt, bei dem Sie Ihren jährlichen Scheck für die Versicherung machen. Sie würden einen Computer bei mir kaufen, aber nie auf den Gedanken kommen, dass ich hier vor Ihnen gesessen habe, dass ich eine Frau in einem Käfig gehalten habe. Sie war freiwillig da. In dem Käfig. Sie vertraute mir, dass ich hier zu essen gebe, dass ich ihre Lust wecke, dass ich hier wehtue. Sie liebte mich und sie liebt mich noch immer. Und ich möchte, dass sie mich bald hier besuchen kommt, in meinem Käfig. Feuer? Natürlich liebe ich Feuer. Sie nicht. Denn wer über das Feuer gebietet, der wird zu Gott. Ich hatte Ihnen eben schon gesagt, dass die beiden Männer mehrere Menschen getötet haben. Und Daniel Becker, den Sie eben schon mal in dem Selbstgespräch dann erleben konnten, der ist für den ersten Mord verantwortlich. Ein Mord, der erst viele, viele Jahre später publik wurde. Sie hatten, als ich das erste Mal mit den beiden Tätern zu tun hatte, einen Mann erschossen, eine Geschichte, die man kaum glauben mag. Er hatte eine Lebensversicherung auf den Namen Daniel Beckers abgeschlossen, über 2 Millionen Mark. Und man hatte ihm erzählt, er würde in Bulgarien bei einem Schiffsausflug von Bord fallen, ertrinken, aber nicht real. Taucher würden ihn ans rettende Ufer bringen und dann ginge es ab nach Südamerika und dort würde er dann die Hälfte der Lebensversicherung dann bekommen. Die Tat konnten wir nicht nachweisen.
Und dann gab es weitere Morde und dieser Mord, den ich jetzt hier eben vorlese, noch ganz kurz, das war, wie gesagt, eine Tat, die erst viel, viel später publik wurde. Daniel stand am Seeufer und sah auf das Wasser hinaus. Er stand nur da und sah dorthin, wo der Mann verschwunden war. Verschwunden und nicht wieder aufgetaucht. Die schwarze Oberfläche war glatt wie unberührt. Ein Mensch war da gewesen und jetzt war er weg, als hätte es ihn nie gegeben. Einfach ausgelöscht. Ich habe entschieden, dass er stirbt, dachte Daniel. Ich habe ihn verschwinden lassen. Ich habe ihn verstanden und er hat es gespürt. Nicht sofort, aber dann, als er an die Schwelle kam. Ich habe es in seinen Augen gesehen. Die Angst war weg, stattdessen Einverständnis, dann Dankbarkeit, vielleicht sogar Liebe. Noch nie hatte Daniel sich jemanden so nah gefühlt, jemanden so berührt. Der Hals in seinen Händen schmal und nicht besonders warm, hart von den angespannten Sehnen und Muskeln. Die Knorpel der Kehle und die im Nacken hart sogar an den sanft weichen Stellen unter dem Kinn. Die krampfhaften Zuckungen des Körpers, der sich hin und her warf mit den strampelnden, zusammengeklebten Beinen, den angezogenen Knien. Die gefesselten Hände, die zu stoßen und zu schlagen versuchten. Die erstickten Laute, das panische Stöhnen. Das Paketklebeband über dem Mund, das sich spannte und knisternd zusammenzog. Der Schweiß, der in kleinen Bächen über die Schläfen rann. Die weit aufgerissenen Augen, die in die seinen starrten. Die Laute, das Stöhnen und Grunzen, das wie ja, ja, ja klang, wie dicht ihre Gesichter beieinander gewesen waren, derselbe Atem, wie sie fast verschmolzen waren, eine Ewigkeit von 10 Sekunden, eine Ewigkeit von 1 Minute, eine Ewigkeit von 10 Minuten, eine Ewigkeit des Glücks. Doch dann hatte es kein Stöhnen mehr gegeben, kein Röcheln, nur Stille. Keine Regung mehr in den Augen, deren Blick er festgehalten hatte, bis zuletzt der Widerstand erloschen war. Doch dann hatte der Tote sich noch einmal aufgebäumt, hatte noch einmal gezuckt und gezittert, stärker als vorher. Als wäre er gar nicht tot, wäre wieder zu Kräften gekommen. Und Daniel hatte weiter zugedrückt, fester, hatte den Mann mit den Händen gegen die Rückbank gepresst, sein Kopf gegen die Hutablage, bis es schien, als hielte er den ganzen zuckenden Körper nur mit seinen Händen. Nimm es hin, hatte er gedacht. Minutenlang hat er ihn so gehalten, während eine Zuckung nach der anderen durch den leblosen Körper gelaufen war. Krämpfe, die kamen und gingen wie Ebbe und Flut. Nimm es hin. Endlich war der Körper schlaff geworden. Sein Blick zog sich zurück. Er schien erst immer kleiner und dann ganz weit zu werden. Seine Augen beschlugen von innen, nur eine Sekunde lang. In dieser Sekunde verspürte Daniel ein Gefühl, das er noch nie verspürt hatte, weil es das Gegenteil von einem Gefühl war, Reinheit. Wie Wasser sich fühlen würde, wenn es zu Gefühlen fähig wäre, bevor der Schmutz kam. Wie Feuer, alles verzehrend. Ich habe einen Menschen erlöst. Daniel drehte sich um und ging zurück zum Bus, wo Lothar im Fahrerhaus wartete, noch immer zitternd, obwohl die Heizung auf vollen Touren lief. Falls mal jemand fragt, sagte Daniel, als er zu ihm in den Bus stieg, falls irgendwann mal einer nach heute Nacht fragt, sagst du, Moritz war's. Du erzählst alles genauso, wie es passiert ist, bloß, dass es Moritz war. Und das war auch die Herausforderung bei der Bearbeitung, dass wir es mit 2 Männern zu tun hatten, die vormals beste Freunde waren, aber sich dann gegenseitig der Taten dann bezichtigten. Und was daraus geworden ist, ja, die Lösung finden Sie dann hier im Buch. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch einen schönen, spannenden, unterhaltsamen Abend. Danke. Axel Petermann, herzlichen Dank. Danke, danke. Kaufen Sie auf alle Fälle das Buch, denn wir wollen alle wissen, wie es weitergeht. Danke, dass Sie da waren, Herr Petermann. Eine gute Rückreise wieder und noch ganz viele spannende Fälle. Und ich gucke jetzt den Tatort mit ganz anderen Augen. Glauben Sie es mir. Gut, danke schön. So, meine Lieben, es geht weiter. Sie können, genau, laufen Sie einfach hier vorbei. Genau, man kennt Sie jetzt, man weiß, wer Sie sind. Kein Problem. Ich will mich doch nicht mit dem Profiler anlegen. So.
Es wird Zeit für Musik, meine Damen und Herren. Unser Showblock wartet auf Sie. Und da haben wir jetzt einen jungen Mann. Er braucht nichts weiter als gute Laune, seine ganz markante Stimme und ein fünfseitiges Banjo, meine Damen und Herren. Er ist ein Weltenbummler, er ist ein Poet, er ist ein Sänger und er hat eine wirklich tolle Stimme mit tollen Texten. Da lohnt es sich wirklich ganz genau zuzuhören. Es geht jetzt auf unserer musikalischen Reise ein Stück weit nach Irland. Begrüßen Sie hier auf unserer Wortbäckereibühne David Lübcke. Hallo, ich bin der David, ich komme eigentlich aus Lemgo, falls das jemand kennt. Ist ganz gut, aber ich wohne jetzt in Hannover schon seit 2 Jahren und ich bin so eine Art Liedermacher oder Minnesänger, so ein bisschen alte Schule und habe so ein paar Lieder mitgebracht, die ich heute Abend für euch singe. Bisschen Lemgoer, Gassenhauer, wenn man so will. Ich bin nach der Schule nach Irland gefahren und habe so viele Lieder über das Reisen geschrieben. Davon hören Sie auch später eins. Und ich bin so per Anhalter dahin gefahren und es hat total gut geklappt. So in Lemgo los und dann nach Frankreich, wo die Fähre ging. Und dann hat in Aachen jemand gesagt, dass er nach Paris fährt. Da habe ich gesagt, super, da komme ich mit. Und das war dann gar nicht so auf dem Weg, aber Paris lässt man sich ja nicht entgehen. Und dann bin ich in Irland angekommen und da hat mich aber keiner mehr mitgenommen. Aber dann ist mir aufgefallen, weil die Autos, die fahren auf der anderen Straßenseite und ich stand immer falsch. Na, ich singe jetzt ein Lied, das heißt, wenn ich wüsste, was der Morgen bringt, dann würde ich schlafen wie ein Kind. Und das geht so. Wenn ich wüsste, was der Morgen bringt, wenn ich wüsste, was der Morgen bringt, dann würde ich schlafen wie ein Kind, bis der neue Tag beginnt. Wenn ich wüsste, was der Morgen bringt, und wenn ich wüsste, wo die Liebe hinfällt, wenn ich wüsste, wo die Liebe hinfällt, müsste ich mich nicht mehr sorgen, würde sie finden vielleicht morgen, wenn ich wüsste, wo die Liebe hinfällt. Wenn ich wüsst, wie viele Jahre ich leb, wenn ich wüsst, wie viele Jahre ich leb, wenn ich wüsst, wie alt ich werde, könnte ich leben, bis ich sterbe. Wenn ich wüsst, wie viele Jahre ich leb, und wenn ich wüsste, welcher Weg der beste ist, wenn ich wüsste, welcher Weg der beste ist, dann wäre ich ihn schon gegangen und müsst nicht hoffen, müsst nicht bangen, wenn ich wüsste, welcher Weg der beste ist. Wenn ich wüsste, was der Morgen bringt, wenn ich wüsste, was der Morgen bringt, dann würde ich schlafen wie ein Kind, bis der neue Tag beginnt. Wenn ich wüsste, was der Morgen bringt, wenn ich wüsste, was der Morgen bringt. Juhu! Vielen Dank. David Lübcke, ich komme zu dir. David, komm mal ein bisschen ans Mikrofon. Ja, was der Morgen bringt, kann ich dir auch nicht sagen. Was bringt uns deine Termine? Du bist aus dem Norden, du wohnst im Norden. Du bist ja heute, hast du ein kurzes Gastspiel, das will ich damit sagen. Du bist ja mit einem Lied da und am Ende des Programms nochmal. Wo kann man dich live sehen? Wo kann man mal so ein ganzes Konzert erleben? Deine ganze irische Reise mal quasi miterleben? Also, am besten kommt ihr alle mit nach Irland, weil Ryanair, die fliegen auch von Hannover.
Aber ich fahre meistens mit der Fähre und dann da kriegst du ein ganzes Konzert. Aber auch spiele ich zum Beispiel hier in der Nähe in Bad Oeynhausen jedes Jahr in der Druckerei. Falls das jemand kennt, ist meistens im Februar das Konzert und auch mit der ganzen Band. Da spielt noch der Rüdiger, der spielt Kontrabass. Das ist in Lemgo der einzige Kontrabass spielt, deswegen war der in der Band direkt. Und noch ein Geiger spielt mit, das ist ganz, ganz super, tolle Band. Und die Termine gibt es bei dir auf deiner Facebook-Seite wahrscheinlich, dass man da genau gucken kann. Jetzt hatte ich eingangs gesagt, du bist Weltenbummler. Was hat dich jetzt an Irland besonders inspiriert? Du bist ja viel durch die Welt gekommen. Irland ist jetzt so im Moment dein aktuelles Ding. Ja, ich trinke vor allen Dingen gerne Guinness und mag die Musik gerne, diese Folklore, die irische und die irische Lebensfreude. Viele Leute, habe ich oft das Gefühl, die haben in Irland gar nicht so die Sorgen, die wir hier so haben. Das liegt vielleicht auch daran, an dem Guinness auch. Aber vor allen Dingen, ich glaube, das ist so die schöne Natur, das ist das Schöne bei der Insel. Also ich mag das Meer und bei einer Insel ist halt überall Meer sozusagen. Ich glaube, das ist so das Geheimnis. Aber ich glaube auch vor allen Dingen die Musik und da spielen viele Leute Banjo. In Deutschland bin ich, glaube ich, der Einzige. Ich glaube auch. Wir machen das jetzt so. Im Backstage-Bereich gibt es für dich auf alle Fälle ein Guinness und dann sind wir ganz gespannt. Am Ende der Show haben wir ja nochmal einen Song von dir. Mal gucken, was da die Reise macht. Dankeschön. Danke, David Lübcke. Können wir ruhig da vorne hinstellen. Genau. David Lübcke. Auf der Insel ist Wasser drumherum. Das habe ich jetzt auch schon mal gelernt, das ist nicht schlecht. Und wir werden auch noch ein Stück weiter lernen, denn mein nächster Gast ist Dozent an der Uni Paderborn und unterrichtet da Literatur und Verlagswesen. Er ist aber nicht nur Dozent, sondern er ist auch Geschäftsführer einer großen Firma, die sich um Verlage, um Literatur kümmert. Und er ist, und das ist ganz wichtig, Mr. Poetry Slam. Es gibt kaum einen Poetry Slam, wo man ihn nicht kennt, wo er nicht beteiligt war, wo er nicht organisiert hat oder selber auf der Bühne gestanden hat. Er ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Poetry Slam Schwergewicht. Und ich freue mich darauf, dass er heute Zeit hatte. Er kommt direkt aus von der Leipziger Buchmesse. Ich freue mich auf ihn. Hier ist auf unserer Wortbäckereibühne aus Paderborn Carsten Strack. Carsten, herzlich willkommen. Wir sprechen gleich dein Publikum. Carsten Strack. Ja, vielen Dank, lieber Frank. Dass wir eine Riesenfirma sind, ist für mich neu, aber das klang gut. Das war nicht schlecht. Ich bin übrigens heute nicht mit Poetry Slam Texten bei euch, sondern ich habe einen Traum entwickelt, so vor ungefähr 30 Jahren. Ich wollte immer mal einen Regionalkrimi schreiben. Und es ist mir immer sehr schwer gefallen, längere Texte zu beenden. Ich habe also, glaube ich, insgesamt so circa 47 Romane, die ich angefangen habe, die aber dann meist nicht über Seite 30 hinausgekommen sind. Manchmal waren sie auch schon nach 5 Seiten wieder zu Ende und ich habe nicht weiter daran gearbeitet. Und dann habe ich mir einen Trick einfallen lassen. Und zwar habe ich mit einem befreundeten Künstler, der auch einen Regionalkrimi geschrieben hat, haben wir gesagt, wir lesen den in Fortsetzung monatlich vor, damit wir schreiben müssen. Das war so die Idee. Und Folgendes ist dabei herausgekommen, der Roman trägt den Titel Grützes erster Fall, ein Ostwestfalen-Krimi. Warum der Typ Grütze heißt, das werdet ihr gleich erfahren. Ich werde euch nämlich jetzt die ersten beiden Kapitel, also den Epilog und das erste Kapitel vorlesen, eventuell noch einen Teil des zweiten Kapitels, wenn es von der Zeit her passt. Das werden wir dann sehen. Epilog. Bin ich ein schlechter Mensch? Reimar wurde richtig übel, als diese Frage in seinen Kopf krachte. Vor allem, weil ihm unmittelbar danach aufging, wie die Antwort zwangsläufig ausfallen musste. Ja, bei Licht betrachtet war er ein schlechter Mensch. Nur gut, dass er sich nicht so häufig im Licht aufhielt. Ich habe Lacher gehört, das ist gut. Jetzt stelle ich euch den Grütze vor. Das Kapitel trägt die Überschrift Grütze und seine Crew. Ey, Grütze, schmeiß doch mal die alte Hacke rüber. Der Boden ist steinhart, da komme ich mit dem Spaten nicht weiter. Andi, du alter Haudegen, hat der feine Herr heute etwa ausnahmsweise mal Bock auf harte Arbeit? Das kenne ich ja gar nicht. Klar, Mann, das Wetter ist geil, ich hatte heute Morgen einen richtig gelungenen Schiss und gestern Abend war da im Klug so eine mega süße Studentin, die Gefallen am alten Andi gefunden hat. Was will man mehr? Andi war sichtlich gut gelaunt. Und Grütze wurde wieder einmal bewusst, dass er, was Andi betraf, in mindestens dreierlei Hinsicht totales Glück hatte.
Erstens war Andi ein super Mitarbeiter in seinem kleinen Gartenbaubetrieb. Zweitens schätzt er Andi seit sehr vielen Jahren als allerbesten Freund. Und drittens sah kein Malocher in ganz Paderborn auf der Arbeit auch nur annähernd so stylisch aus wie dieser Vogel. Mit seinen grün-blau gefärbten, eigentlich dunklen Haaren, der hageren, sehnigen Gestalt, den abgerockten Springerstiefeln, zerschlissenen Jeans, zahlreichen groben Metallketten und Piercings sowie dem voll tätowierten Körper verfügte Andi über eine unfassbare Präsenz, obwohl er mit seinen 1,78 Meter gar nicht mal so lang geraten war. Ja, er war nicht nur optisch ein Oldschool-Punk, sondern auch durch und durch im Herzen. Boah, ich kann echt nicht verstehen, dass irgendwelche Mädels auf dich stehen, mischte sich Tine in Andis Richtung ein. Seit wann haben hier irgendwelche Azubinen den Hals aufzureißen, reagierte Andi grinsend. Ey Grütze, kannst du der Kleinen nicht endlich mal eine Abmahnung zukommen lassen? Du bist doch schließlich der Chef hier. Dass irgendeiner von uns hier der Chef ist, das glaubt uns keiner, wenn er uns so reden hört. Und jetzt Fresse halten und weiterarbeiten, beendete Grütze vorerst den kleinen Plausch. Konzentriert widmeten sie sich nun dem Gartenteich in Familie Schneiders Garten, den sie in den nächsten Tagen anlegen sollten. Grütze lächelte und freute sich voller Demut darüber, was für ein volles Team er in den beiden hatte. Andi war ohnehin ein super Typ, den mit Grütze neben der Arbeit auch noch das gemeinsame Musizieren verband. Schließlich spielten beide seit Schulzeiten in der Punkrock-Band Die Kotztüten. Andi agierte dort als Gitarrist, während Grütze hinterm Schlagzeug saß und für den Staccato-Beat zuständig war. Aber auch die 18-jährige Tine war Grütze innerhalb weniger Wochen ans Herz gewachsen, auch wenn er als mittlerweile 49-Jähriger ihre Lebenswelt in weiten Teilen nicht wirklich verstand. Dieses Mädchen, das im letzten Jahr eine Ausbildung in seinem Gartenbaubetrieb begonnen hatte, redete gerne und viel und verfügte über eine Begeisterungsfähigkeit, die sich gewaschen hatte. Sie war leicht moppelig, aber körperlich topfit. Grütze hielt Tine grundsätzlich für selbstbewusst. Bisweilen versteckte sie sich jedoch etwas hinter ihrer Brille. Dann war eine sanfte Unsicherheit zu spüren, die Grütze sehr an seine eigene Adoleszenz erinnerte. Eine Unsicherheit, die er selbst jedoch damals mit häufig überbordender Großspürigkeit überspielte. Insbesondere musste er an den Moment denken, als er noch nicht von allen Grütze genannt wurde, sondern Kai hieß und im zarten Alter von 16 Jahren mit Kassenbrille, gebartigtem T-Shirt, Hochwasser-Korthose, unvermeidlichen weißen Tennissocken und 80er-Jahre-Gedächtnis-Nieten-Jeansjacke das erste Mal im Proberaum der Kotztüten stand, um sich dort als Schlagzeuger vorzustellen. Er hatte zwar keine Ahnung vom Schlagzeugspielen, aber gerade Punkmusik für sich entdeckt und ihm gefiel der Gedanke, endlich mal zu den coolen Jungs zu gehören. Und cool, das war diese Truppe auf jeden Fall. Allen voran Andi, der damals einer der ersten in ganz Ostwestfalen-Lippe war, der sowohl ein Piercing als auch einen tätowierten Sexpistol-Schriftzug auf dem Oberarm sowie blau gefärbte Haare hatte. Kannst du wirklich trommeln? Fragte Andi skeptisch. Du siehst eher aus wie der dritte Cellist der Nordwestdeutschen Philharmonie. Klar kann ich trommeln. Nenn mich einfach Dr. Beat, antwortete Kai großspurig. Hatte er das jetzt wirklich gesagt? Egal. Schnell fand Kai sich hinter der Bassdrum und Snare auf dem Hocker wieder und der Sänger zählte ein. One, two, three, four! Und alle legten los. Okay, fast alle. Lediglich Kai hatte seinen Einsatz schlichtweg verpennt. Kein Problem, Männer, beschwichtigte Kai sofort. Ich muss eben noch meine Tennissocken zusammenrollen. Jetzt kann es losgehen. One, two, three, four! Jetzt legten alle los. Für genau 10 Sekunden. Und dann brüllte Andi, ey Kai, was spielst du denn für eine Grütze? Noch heute spürte Grütze ganz massiv, dass er in genau diesem Moment aufgeflogen war. Okay Männer, ich pack dann mal meine Drumsticks wieder ein, war echt nett mit euch. Quatsch, du bleibst hier, intervenierte Andi zur Überraschung aller Anwesenden. Hä? Kais rhetorische Brillanz hielt sich in Grenzen. Alter, du hast den Job als Drummer bei den Kotztüten, gratuliere. Hä? Auch die rhetorische Brillanz der übrigen Bandmitglieder hielt sich in Grenzen. Es entstand eine merkwürdige Pause. Aber warum, fragte Kai. Weil du ein absurder Knilch bist, der bestimmt wunderbar zu uns passt. Ich habe äußersten Respekt davor, dass du null Ahnung vom Schlagzeugspielen hast, aber hier trotzdem aufgelaufen bist. Mir reicht das. Das ist genügend Qualifikation für diese Band. Definitiv. Alle staunten. Keiner widersprach. Aber du brauchst einen coolen Punkernamen, hob Andi erneut an. Kai geht gar nicht. Guck mal, unser Sänger heißt Zombie. Der Bassmann Skunk und ich als Gitarrist Action Andy. Das sind Namen, die klingen. Dich nennen wir ab heute, weil du so kacke Schlagzeug spielst, Grütze. Ja, das ist gut.
Ich habe noch so 2 Minuten. Ich werde euch hinführen, das ist das 3. Kapitel, in die Useria Aphrodite. Da ist er häufiger, der Grütze. Nach getaner Arbeit machte Grütze an diesem Mittwochabend genau das, was er häufig machte. Er ging in seinen Stammladen, die Useria Aphrodite. Er hatte Glück. Einer der 4 Tische, die draußen vor dem Restaurant direkt an der Straße standen, war frei. Er setzte sich und ließ die Sonne, die jetzt gegen 18.30 Uhr noch eine ordentliche Kraft besaß, auf seinen arbeitsgebräunten Arme scheinen. Er mochte seine Malocherbräune. Der Sommer sorgte immer dafür, dass seine Haare blonder wurden, und das stand ihm gut, fand er jedenfalls selbst. Aber auch sonst war er mit seinem eigenen Erscheinungsbild gar nicht so unzufrieden. Er galt sicherlich nicht als das, was man landläufig einen Mädchenschwarm nannte, aber er war groß gewachsen, durch den Job kräftig, aber nicht übertrieben muskulös. Sein braunes St. Pauli-Shirt spannte hauptsächlich deswegen, weil diverse Getränke, Haupt- und Zwischenmahlzeiten sowie Snacks ihre Spuren in Form eines nicht mehr zu übersehenden Bauchansatzes hinterlassen hatten. Sein gefälliger Blick wanderte über das Bläuchlein abwärts auf die zerschlissene Jeans und die ausgefransten Chucks. »Hey, Grütze, darf es eine Apfelschorle sein?« begrüßte ihn sein Lieblingswirt Panu grinsend. »Moin, Panu. Nee, ich nehme dann lieber doch ein kleines Wässerchen.« 5 Minuten später brachte Panu ein großes Pilz und einen Uso. »Hier, deine Apfelschorle und dein kleines Wässerchen!« Grütze mochte dieses Ritual, obwohl es natürlich irgendwie lächerlich war. »Danke, mein Lieber. Und? Wie läuft's bei dir?« fragte Grütze. »Oh, bestens. Ich bin begeistert,« antwortete Panu strahlend. »Das war's bis hierhin.« Carsten Strack. Carsten, du sortierst noch ein bisschen, aber wir müssen reden. Ich habe in deiner Vita gelesen, zum Beispiel 2013 hast du einen internationalen oder einen nationalen Poetry Slam in Bielefeld organisiert. Ja. Du hast 2012 den Kunstpreis bekommen aus Paderborn. Was ist jetzt wichtiger, Preise zu bekommen, tolle Sachen zu organisieren, oder magst du es, wie hier vor einem fantastischen Publikum zu stehen und zu zeigen, was du als Rampensau, ich darf so sagen, drauf hast? Das Ding ist so, ich liebe alles, ich mag das alles total gerne. Ich fand das auch cool, mal so einen Preis zu bekommen. Ich hätte das nicht gedacht, dass ich jemals einen Preis bekomme. Vor allen Dingen hat die Stadt Paderborn mir den Preis verliehen 2014 für meine Verdienste um Poetry Slam. Es war das erste Mal, dass eine Stadt so etwas getan hat im gesamten deutschsprachigen Raum. Ausgerechnet Paderborn, überlegt euch das mal. Das ist schon crazy. Ich bin ja zugezogener in Paderborn. Also ich bin jetzt... Ich kenne auch die Schwächen der Stadt. Ne? Also, das ist jetzt übrigens, meine halbe Verwandtschaft wohnt in Bielefeld. Ne? Ich bin Ostwestfale. Aber ja, ich finde das alles toll. Das ist doch gut. Aber trotzdem, Bühne ist so dein Ding. Was gibt es so für Ziele, wo du sagst, das möchte ich noch erreichen, speziell im Bereich Poetry Slam? Weil jeder kennt deinen Namen, du kennst alle. Wo fehlt es da noch? Ach, fehlen tut mir da gar nichts. Also, ich bin da eigentlich schon in dem Bereich ganz zufrieden. Ich bin im Übrigen weniger auf Bühnen. Weil ich bin nicht bühnenmüde, aber es wird langsam langweilig, dass die Leute so in Paderborn den Strack so häufig gesehen haben. Immer wenn irgendwas ist, moderiert Strack. Er gibt keinen Sinn, deswegen habe ich vor vielen Jahren auch angefangen, vor drei, vier Jahren angefangen, viele Moderationen in dem Bereich abzugeben. Ich bin mittlerweile gerne auch unterwegs in anderen Städten, moderiere dort, wo die Leute mich nicht kennen. Ich moderiere jetzt zum Beispiel auch mit dem Andi Substanz und mit dem Andi Weber in Münster zusammen den Poetry Slam. Da kennen die Leute mich noch nicht, da kann ich jetzt erstmal ein Jahr lang was machen, ohne dass die genervt werden von mir, und dann muss ich weiterziehen. Gut, und wenn die in Münster wieder Moderator brauchen, du hast ja meine Telefonnummer, das ist schon mal das eine. Jetzt bist du ja auch Dozent für Literatur in Paderborn. Was sagen so da, ich stelle mir so einen Professor oder so einen Literaturdozenten ganz anders vor. Was sagen deine Studenten zu dir? Die haben ein ganz großes Problem damit, dass ich die konsequent duze. Da haben die ein riesiges Problem mit, insbesondere wenn die was von mir wollen. Hinterher, das Seminar ist gelaufen, ne? Und dann brauchen die einen Schein. Und dann sitzen die mich wieder. Das ist schon ein bisschen schwierig, aber ich bin davon unbeeindruckt. Ich mag sehr gerne Leute duzen und bin da auch, ja, glaube ich, auch so, ich habe ja so ein altes Punker-Gen so in mir,
das, worüber ich da schreibe, das sind selbsterlebte Sachen, viel Selbsterlebtes, also alles dieser Grütze, dieser Hauptfigur, fast alles von dem, was der so beruflich und musikalisch und so weiter gemacht hat, habe ich auch alles gemacht. Also ich habe auch im Gartenbau gearbeitet und so, also nicht so wie er, dass er Chef von so einer Bude ist, aber ich habe 2 Jahre lang im Gartenbau gearbeitet, immer mal wieder als Aushilfe, ich weiß, was die da mit ihren Hacken im Boden machen und so, das, aber ruft mich nicht an, dass ich euch einen Garten machen soll. Das. Aber ich will jetzt noch was von dir und ich werde dich trotzdem duzen. Ja. Carsten, liest du bitte weiter, es war ganz großartig. Dankeschön. Carsten Strack. Ja. Ja, also ich habe euch ja den Grütze jetzt so ein bisschen vorgestellt, was den so umtreibt. Und diese Useria Aphrodite, die spielt eine total zentrale Rolle. Der sitzt immer in dieser Useria Aphrodite. Und auch er ist da total vernetzt. Da sind Stammgäste, die er kennt. Und die Useria Aphrodite ist 1:1 einem Laden nachempfunden in Paderborn, dem Dionysos. Das ist 6 Minuten Fußweg von meiner Wohnung entfernt. Und ich sitze da ähnlich häufig wie Grütze. Das ist so mein Rückzugspunkt. Und der Grütze, das muss ich euch jetzt sagen, damit das nächste Kapitel irgendwie klar wird, der Grütze hat in dieser Begegnung, die ich euch eben gelesen habe, das Kapitel geht weiter, da hat der so über sein Leben sinniert und er stellt fest, er ist nicht mehr so der Partytyp. Er ist 49 und er merkt, dass er nicht mehr so agil sein will. Er will es gern ruhig und beschaulich, deswegen hält er sich auch so häufig in dieser Useria auf. Da ist nicht so viel los, ne? Da geht es ruhiger zu, ne? Und das findet er ganz cool. Und jetzt gibt es ein Kapitel, da kommt er aus der Useria und dann passiert aber noch was. Und das ist für diesen ganzen Fall, das ist ein Krimi, das ist das entscheidende Ding. Und das Kapitel heißt, Cosimo und Enzo schlagen zu. Es war spät geworden. An solchen Abenden traf es sich eigentlich gut, dass Grützes Haus ebenso wie die Useria Aphrodite im Paderborner Riemecke-Viertel lag. Lediglich 6 Gehminuten trennten ihn von seinem Bett. Allerdings war Grütze derartig mit frischen Eindrücken vollgepumpt, dass er einen kleinen Umweg durch den Riemecke-Park wählte, um noch etwas länger an der frischen Sommernachtsluft zu sinnieren. Ihm ging diese Ludmilla nicht aus dem Kopf. Also er hatte eine Frau getroffen. Obwohl, in erster Linie war es nicht Ludmilla, die ihm nicht aus dem Kopf ging, sondern die Tatsache, dass sein Kumpel Panu sich so unglaublich leicht damit tat, immer wieder mit neuen Damen aufzukreuzen. So ähnlich verhielt es sich ja auch bei seinem besten Freund Andi. Der schleppte ständig Mädels ab, wenn er auf der Bühne stand oder einfach nur in den Club ging. Diese Leichtigkeit beeindruckte ihn auf der einen Seite. Auf der anderen Seite beobachtete Grütze eben auch, dass sowohl Panu als auch Andi zumeist nur kurze Affären oder Beziehungen hatten. Na klar, solche Sachen hatte Grütze in seiner Sturm- und Drangzeit auch laufen gehabt. Aber genau nach so etwas stand ihm nun überhaupt nicht mehr der Sinn. Er verspürte den immer präsenter werdenden Wunsch, sesshaft zu werden. Ja, das war es. Sesshaft werden als Ziel. Eine Frau finden, die zu ihm in das geerbte Elternhaus einziehen würde, lieben und geliebt werden und das nachhaltig, mit Sorgfalt und Vertrauen. Scheiße, wenn er sich so reden hörte, dann musste er über sich selbst lachen. Tja, Kai Grütze Niemeyer, du bist am Arsch. Nix mehr mit Punk und ausschweifenden Leben, du bist ein elender Spießer, dachte Kai Grütze Niemeyer, ohne diese Erkenntnis wirklich schlimm zu finden. Alles hat seine Zeit. Dieses Credo der wirklich Erwachsenen hatte nur noch Grütze erreicht. Und Grütze gefiel sich in dieser neuen Rolle. Das war tatsächlich eine mentale Ausbaustufe. Vorbei waren für ihn die Zeiten, in denen er danach dürstete, mit den Kotztüten in allen Jugendzentren Ostwestfalen-Lippes auf den wackeligen Bühnen vor 500 bis 100 Zuschauern zu stehen. Vorbei waren auch die Zeiten, in denen er in Hamburg ein Germanistikstudium absolviert hatte, bevor er dann doch eine Gartenbaulehre im elterlichen Betrieb absolviert und diese schließlich 2003 übernommen hatte. Vorbei waren auch die Zeiten, in denen er eine halbgare Fernbeziehung mit Frauen führte, die Maren hießen und in Hamburg wohnten. Das alles war vorbei, aber genau diese Einsicht machte Grütze gerade sehr glücklich. Und das lag nicht nur an den 5 Halben und den 6 Uso, die er sich im Laufe des Abends reingeschraubt hatte. Gut gelaunt schlenderte Grütze die letzten Meter am Riemecke-Park entlang, als er in der Nähe des kleinen Tümpels ein hektisches Stimmengewirr vernahm. Beschleunigte seine Schritte, da er instinktiv erfasste, dass dort gerade irgendetwas unrund lief. Als Grütze sich bis auf 50 Meter der Szenerie genähert hatte, erkannte er im Lichtkreis der Laterne und vor allem aufgrund der Konversation, die in beträchtlicher Lautstärke geführt wurde, was sich dort abspielte. »Hau ich der alten Fresse!« rief ein Typ mit italienischem Sound. »Nein, nicht machen!« antwortete eine junge Frau verängstigt, die möglicherweise aus Osteuropa kam und von dem anderen Typen an den Haaren festgehalten wurde.
haut Enzo der Alten gleich Fresse! Hier haut keiner irgendwem Fresse, mischte sich Grütze ein, den mittlerweile nur 15 Meter vom Tatort trennten. Doch! Schrie Enzo. Hau ich der Alten Fresse! Aber erst hau selbst ab! Umgehend nahm er und sein Begleiter mitsamt der Frau, die der eine immer noch an den Armen hinter sich herzog, reißaus. Wartet, ihr Blockflötengesichter, rief Grütze und setzte dem Dreamteam nach. Verbisse er! Brüllte Enzo, der über eine ungewöhnlich hohe Stimme verfügte. Sonst Messer! Dieses blitzte dann auch direkt in seiner Hand auf. Grütze verlangsamte seine Schritte und beschloss, nicht unsinnigerweise den von vornherein zum Scheitern verurteilten Helden zu spielen. Haha, bist kluger Jung, lachte Enzo jetzt und nahm wieder die Beine in die Hand. Nach einer Weile waren die drei im Dunkel der Nacht verschwunden. Grütze beschloss, das Geschehen unmittelbar bei der Polizei zu melden. Zum Glück lag die Hauptwache in unmittelbarer Nähe des Riemecke-Parks. Als er sich auf den Weg machte, sah er ganz kurz in das Halbprofil einer weiteren Gestalt, die es ebenfalls eilig hatte, sich vom Standort wegzubewegen. An irgendwen erinnerte ihn dieses Gesicht. Grütze wusste allerdings auf die Schnelle nicht, an wen. Aber das sollte sich ändern. Ich habe noch 2 Minuten und ich stelle euch jetzt jemanden aus Bielefeld vor, und zwar Tanja. Das Kapitel heißt Tanja erhält heiße Tipps. Mordkommission Bielefeld. Hauptkommissarin Stuckmann-Gommes meldete sich Tanja dienstbeflissen am Telefon und hatte mittlerweile fast vergessen, wie bescheuert dieser Doppelname klang. Ach, die Stucki selbst am Apparat. Heinz hier, dein alter Lieblingsausbilder. Mann, Heinz, das hättest du echt nicht dazu sagen müssen. Es gibt auf der ganzen Welt außer dir wie ich niemanden, der mich Stucki nennt. Und wahrscheinlich auch niemanden, der weiß, wie sehr ich es hasse, so angesprochen zu werden. Und jetzt hören wir an dieser Stelle auf. Es reicht mir, die junge Dame in Bielefeld noch vorgestellt zu haben. Und damit ihr wisst, Bielefeld kommt auch vor. Aber ansonsten spielt dieser ganze Krimi tatsächlich auf 3 Quadratkilometern in Paderborn. Ich wollte das viel mehr in Ostwestfalen spielen lassen. So hatte ich es auch konzeptioniert. Und dann ergab es für mich viel mehr Sinn, den Raum so klein zu lassen. Ab und zu telefoniert die mal mit Leuten, die woanders sind. Aber mehr passiert auch nicht. Die kommen nicht wirklich raus aus diesem Ding. Okay, bedanke mich ganz herzlich und freue mich, dass ich hier heute Abend dabei sein durfte. Dankeschön. Carsten Strack, Dankeschön. Grüße nach Paderborn. Carsten Strack. Es ist soweit, meine Damen und Herren. Im Hintergrund haben Sie es wahrscheinlich gehört. Die Schreibmaschine hat bis eben geklappert. Andi Substanz war super fleißig mit ihren Begriffen und eine Spontangeschichte gemacht. Ich freue mich jetzt darauf, dass er auf die Bühne kommt und dann darf er auch ein paar Worte sagen. Natürlich, denn das ist eben zu kurz gekommen. Er musste sich ja vorbereiten. Hier ist aus Münster Andi Substanz. Andi, grüß dich nochmal. Andi, du sitzt auch viel im Lyrikkeller in Münster und da sitzt du wirklich mit deiner Schreibmaschine und gegen Themenvorschläge schreibst du dann wirklich Geschichten. Genau, da kommen halt BesucherInnen hin und schlagen Themen vor und dürfen dann gegen Konzept Pay What You Want Gedichte kaufen und auch Schallplatten und genau. Das alles. Und jetzt sitzt du nicht nur vor deiner Schreibmaschine, sondern du bist auch ein wirklich erfolgreicher Poetry Slammer. 2017 warst du Finalist. Finalist. Ja, stimmt. Ja, immerhin, also, ich war es noch nie. Ja, genau. Es gibt Wettbewerbe und es ist auch toll, wenn man da irgendwie weit kommt. Aber ich versuche immer, den Wettbewerbsgedanken beim Poetry Slam nicht zu groß werden zu lassen. Es ist ja auch so schön, wenn die Leute wie hier sitzen, klatschen, haben Spaß an der ganzen Kunst. Genau. Und da sind wir jetzt auch super drauf gespannt. Und weil es schon mal, ich habe eben schon mal ganz kurz drüber geguckt, wirklich so toll ist, hier mal die gute Nachricht, im Mai in unserer Sendung bist du auch wieder dabei. Neues Farbband in die Schreibmaschine und im Mai kommst du auch wieder und dann wird wieder getickert. Genau. Und jetzt sind wir gespannt auf deine Geschichte. Ich versuche das Ganze zu sortieren und zeige Ihnen dann den Begriff, das ist jetzt deine Spontangeschichte auf der Schreibmaschine geschrieben. An die Substanz. Dankeschön. Ja, danke. Dankeschön. Ich hole das mal hier so raus. Ist auch ein schönes Geräusch. Ich hoffe, ich habe gerade nicht zu sehr gestört. Ich habe versucht, so leise wie möglich zu tippen. Und deswegen ist auch das gedruckte Wort nicht so intensiv geworden. Also es ist so ein bisschen
ausgeblichen, weil das Farbband auch schon ein bisschen älter ist, aber ich hoffe, ich kann es lesen. Ich fange einfach an. Es hat noch keinen Titel. Ich könnte es vielleicht nennen, Wortbäckerei in Bielefeld am 26.03.2019. Steht auch oben drüber. Und zum Anfang kann ich vielleicht sagen, wenn man so Themen oder Wörter vorgeschlagen kriegt, ist es immer hilfreich, sich einen Ort vorzustellen. Und da war ein Wort, was auf jeden Fall schon mal dabei geholfen hat. Das war der Gartenstuhl und das hat mich dann inspiriert und das ist dann dabei rausgekommen. Völlig entspannt sitze ich in meinem Gartenstuhl. Flezend im Vorgarten, blind schleichen und Brillenschlangen beobachtend. Ein Ambiente fast romantisch durch dieses unnachahmliche Froschquaken vom benachbarten Vorgartenteich. Könnte sie mir mal genauer anschauen, diese Kröten, aber dafür müsste Mensch ja seine Unterwasserkamera aus dem Schrank holen, aber den Schlüssel dafür habe ich schon lange verloren. Sonst ja eher auf der zweite Siegerstraße. Bindeglied, Findelkind in einer Familie des Homo sapiens. Diese besondere Familie des Homo sapiens, ganze Völker, die gegeneinander in den Krieg zogen, von Führern befohlen. Wir alle bräuchten da einen Führerscheinentzug. Führertum entzogen, das wäre ein Leben. Eins für jedes einzelne Individuum, freie Entfaltung beim Einbezogensein in die Gruppe, eine Gruppe, in der verschiedene Gesichtspunkte doch irgendwie auch nur Sommersprossen sind. Und die sind doch süß oder etwa nicht? Ein Leben, in dem Allmacht der Ohnmacht entmachtet ist, genauer betrachtet nur betrachtungsweise, eindeutig deutlich erfreulich, ein Schmunzeln in Geist und Mundwinkeln, Freischnauze und die... Die bekommen wir hier in der Dr. Oetker-Welt ja süßlich verzaubert in Gaumenschmäusen. An die Substanz, ganz großartig. Also ich bin gespannt, was wir dann in 2 Monaten von dir hören. Wie gesagt, neues Farbband rein, da brauchst du noch nicht ganz so hell machen. Jetzt freuen wir uns wieder auf Musik. David Lübke ist wieder da. Es wird ganz großartig wieder mit seiner unvergleichlichen Stimme. Obwohl, das war ja eben auch schon fast zum Rap, wie du es gelesen hast. Also für das nächste Mal machen wir es wirklich mit einem Spontangeschichten-Rap. Jetzt aber erstmal wieder unseren wunderbaren Kollegen, Herr Lübke. Die Bühne ist für Sie bereit. Sie dürfen kommen. Wir freuen uns drauf. Alles ist bereit. Dankeschön. Wir sehen uns dann gleich zum Finale nochmal. Herzlich willkommen, David. Sind ja noch alle da, super. Genau, ich singe noch ein Lied, was ich auch geschrieben habe und verabschiede mich schon damit. Ich bin gleich in der zweiten Hälfte nicht dran. Habe aber CDs dabei, ihr könnt mich gerne mit nach Hause nehmen. Die kosten 15 Euro und heute als besonderen Bielefeld-Deal, also wenn ihr 2 kauft, dann gibt es sie für 30. Und das ist, die Platte ist echt gut, die habe ich selber auch schon gehört. Und wenn ihr, das kommt heute auch noch, habe ich mir überlegt für euch, wenn euch das nicht gefällt, dann könnt ihr die CD auch gerne zurückschicken oder dann schicke ich euch eine, die mir nicht gefällt. Ich singe noch ein kleines Reiselied, das heißt Leb wohl, du kleine Stadt. Das habe ich geschrieben über eine kleine Stadt im Südwesten Irlands, im County Kerry, wenn ihr es genau wissen wollt. Und wenn ihr ganz genau wissen wollt, wo ihr jetzt im Sommer in Urlaub fahrt, dann könnt ihr mich gleich fragen beim CD-Stand. Und dann sage ich, wie die Stadt heißt und dann, in welchem Hostel man gut übernachten kann. Oh, leb wohl, leb wohl, du kleine Stadt, leb wohl, du großes Haus. Ich hab's bei dir so schön gehabt, doch jetzt geh ich nach Haus. Oh, du warst so gut zu mir, du hast mich oft erfreut. Ich danke dir zutiefst dafür, doch ich verlass dich heute.
Lebwohl, du kleine Stadt, Lebwohl, du großes Haus. Juhu, ich hab's bei dir so schön gehabt, doch jetzt geh ich nach Haus. Deine Mädchen sind schön wie die Sonnenblumen, deine Männer sind kräftig und treu. Deine Kinder sind frei, wie die Vögel es sind, und beschenken dich jeden Tag neu. Oh, leb wohl, du kleine Stadt, leb wohl, du großes Haus. Ich hab's bei dir so schön gehabt, doch jetzt geh ich nach Haus. Leb wohl, dunkler Wald, und leb wohl, wilder Fluss, meine Zeit ist gekommen, ich muss gehen. Und leb wohl, schöne Frau, gib mir noch einen Kuss, bevor wir uns wiedersehen. Oh, leb wohl, du kleine Stadt, leb wohl, du großes Haus. Juhu, ich hab's bei dir so schön gehabt. Doch jetzt geh ich nach Haus, doch jetzt geh ich nach Haus, doch jetzt geh ich nach Haus. Hey. Vielen Dank. David Lübcke, toll, dass du da warst. Dankeschön, bleib ruhig hier. Carsten Strack und Axel Petermann kommen auch noch einmal gerne auf die Bühne für unser Schlussbild. Wo sind Carsten Strack und Axel Petermann noch einmal auf die Bühne? Und ich kann Ihnen sagen, wir sind wieder im Mai für Sie da mit ganz tollen, wunderbaren Literaten und einem tollen Musikprogramm. Andrea Russo wird zu Gast sein. Da gibt es wirklich zuckersüße Geschichten. Wir sprechen mit Christiane Antons über ihre Werke, und musikalisch begleitet uns Cher auf dieser Bühne und mit der Spontangeschichte dann noch einmal an die Substanz. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Das waren unsere Gäste im März. Ein tolles Publikum, tolle Gäste. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Genau, Dankeschön. Das rote Licht ist aus, da müssen wir noch warten. Jetzt haben wir so gut 15, 20 Minuten Päuschen, meine Damen und Herren. Wie gesagt, setzen Sie sich noch so ein bisschen um, lernen Sie andere Leute kennen.